Hallo liebe Zuschauer, heute spielen wir Come on, let's quiz again. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Ja, heute wird's mal wieder Zeit für ein Quizspiel. In dem Fall aus dem Hause Moses. Und Moses sollte man durchaus auf den Zettel haben, wenn es um ja, solche Spiele, Quizspiele, Ratespiele geht. Spätestens nach Kneipenquiz in dem Fall hat der Verlag einen riesen Erfolg, nicht nur Black Stories und andere Spiele, also Moses sollte man sich durchaus merken, insbesondere wenn es um Quiz-Ratespiele geht, und hier habe ich quasi ein neues und das will ich euch natürlich auch vorstellen. Ob es vielleicht auch so erfolgreich werden kann, wird die Zukunft zeigen, aber jetzt muss ich es euch natürlich erst einmal erklären. Es ist übrigens vom Arno Steinwender, der hat ja auch schon einige Spiele herausgebracht. Ich bin mal gespannt, wie verrückt jetzt das Ganze ist, aber auch wie gut das ganze Spiel funktioniert. In dem Fall ist es, jetzt muss ich gerade mal nachschauen, für genau 3 bis 6 Spieler. Es funktioniert, ja, das kann ich jetzt schon sagen, unabhängig von der Spieleranzahl. In größeren Gruppen haben wir es auch schon gespielt. Also das funktioniert auf jeden Fall und geht recht schnell. 30, 40 Minuten angegeben. Ja, ist mit 30 Minuten. Also das haut auf jeden Fall hin. Und es ist ab 12 Jahre. Also was schon darauf hindeutet, dass die Fragen teilweise schon ein bisschen anspruchsvoller sind. Aber zuerst einmal muss ich natürlich was sagen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Weil wir haben jetzt hier schon mal den Spielplan ausliegen. Das schiebe ich jetzt ein bisschen rüber. Ihr seht hier übrigens, wie viele Fragekarten hier enthalten sind. Und ihr braucht nur eine gewisse Anzahl, weil das Ganze wird gespielt über 6 Runden. Man sieht hier die Punkteleisten und kommt einfach gehalten, habe ich jetzt einfach mal alle Marke hier hingelegt. Und ich brauche euch jetzt auch gar keine Gameplay-Sequenz einbinden. Das mag eh nicht jeder. Und wir haben mittlerweile auch eine große Gruppe. Es reicht völlig, wenn ich euch zeige, wie das Ganze funktioniert, weil ihr werdet es sofort verstehen. Die Punktemarke, die nimmt man einfach, die legt man hier drauf. Hier sieht man die Punktetafel und jeder bekommt so einen Stapel mit solchen Chips. Und auf diesen Chips sind verschiedene Sachen angegeben. 2 sind nämlich doppelt, in dem Fall Teamwork und One-Man-Show. Und dann gibt es noch Risky. Ihr spielt das Ganze also über 6 Runden und diesen Risky, den legt ihr quasi einmal dazu. Wie überhaupt? In dem Fall sind wir 6 Spieler und es werden auf jeden Fall von dem Stapel Karten gelegt für die 6 Spieler. Ja, das Lama in dem Fall der Startspieler, der beginnt dann und der darf sich zuerst eine dieser Karten aussuchen und einen seiner Marker legen, gegebenenfalls seinen Risky Marker einfach dazulegen, um die Punkte zu verdoppeln. Was für Punkte überhaupt? Es ging ja noch gar nicht um die Frage, aber ihr wisst schon, was es für Punkte gibt, weil das zeigen die Sterne an. Ihr bekommt auch einen Hinweis zu wie viel, wo, warum, ja, wann, also über die ganzen Begrifflichkeiten bzw. Fragen bekommt ihr auch schon eine Information und das Themengebiet bekommt ihr auch schon vorgegeben. Ist doch super, also besser kann es ja gar nicht laufen. Aber jetzt geht es ja darum, dass ihr die Chips erst einmal platziert, reihum, und ich muss euch nur sagen, was die Chips machen, weil natürlich liest der Mitspieler, je nach Frage, die entsprechende Karte dann vor. So, und wir machen jetzt einfach mal ganz einfach, das heißt, bei einer One-Man-Show, wenn ich den dann drauflege, ich zeige es euch am besten, dann beantworte ich die Frage natürlich selber. Da möchte ich keine Hilfe, weil ich bin mir sicher, die Punkte möchte ich. Bei Teamwork, da benenne ich einfach einen Mitspieler, der mir hilft. Ja, da geht es natürlich auch um entsprechende Punkte. Also ich hoffe, wir arbeiten auch als Team in dieser Runde perfekt mit. Und das ist natürlich auch gemein, weil Your Turn, da lege ich sie drauf und sage einfach mal, komm, die Silke darf bitte die Frage beantworten. Die Weise bestimmt nicht. Dann kriege ich nämlich auf jeden Fall die Punkte. Aber wie ist die Weise? Weil dann sieht es nichts aus mit Punkten, dann war es das nämlich. Also da muss man dann schon schauen, ob ich die Punkte kriege dann überhaupt, je nach Frage dann. Sie schmunzelt schon, weil sie kennt das natürlich. Und dann liegt man komplett falsch. Habe ich was vergessen? Hardcore. Hardcore, was heißt denn Hardcore? Und bei Hardcore muss ich wohl euch, wenn wir jetzt live drehen, würde ich fragen, was wollt denn ihr in dem Fall? Sport ist jetzt nicht so. Nehmen wir einfach mal magisch. Komm, magisch, das klingt ja so wie viel und magisch. Oh, die Segel ist mir vor. Okay, ich zeige aber die Karte nachher, weil, jetzt müsst ihr es verstehen, sie liest jetzt die Frage vor, aber nur das Fettgedruckte. Hardcore heißt, was steht denn hinten drauf? Wie viel und magisch? Sie zeigt es in die Kamera. Dann schaue ich in der Zeit mal in diese Kamera gebannt rein. Das heißt, sie liest nur das Fettgedruckte vor. Hält es aber lang, die Kamera. Fettgedruckte vor. Ich muss auch die Antwort lesen.
Aber du müsstest es eigentlich wissen. Oh, okay, mein Spezialgebiet also. Also wie gesagt, sie liest nur das Fettgedruckte vor und ich muss dann die Antwort finden. Mal schauen, ob ich die Punkte kriege. Wie lautet denn die Frage? Geschwister, Ron Weasley. Geschwister. Der hat, Moment, die Zwillinge und, glaube ich, die Schwester. Also ich würde sagen 3. Ich noch jemand vergessen. Ron Weasley hat 6 Geschwister. Er hat 5 ältere Brüder. Oh, ah, und eine jüngere Schwester. Ja, die 2 anderen habe ich vergessen. Okay. Ja, mein Gott. Hätte man 3 wissen können. Ich weiß, knapp daneben. Die anderen 2 habe ich einfach vergessen. Wie gesagt. Aber das war jetzt Hardcore. Es gibt natürlich hier verschiedene Themengebiete. Bei Risky, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, da verdoppel ich natürlich die Punkte. Und jetzt habe ich noch was vergessen, euch zu sagen, wie viele Runden spielt man es. Oder ich habe es am Anfang gesagt, das Ganze spielt über 6 Runden. Und ihr habt vorhin den Stapel gesehen. Ihr habt also eine große Anzahl von Karten, jedes Mal variabel. Und wenn man sich jetzt überlegt, ihr spielt das hier zu 6, dass man da oftmals die gleiche Karte erwischt, ist auch selten. Und selbst wenn man es oft zu 6 spielt, bis ihr den Stapel durch hat, dann geht es erst einmal einige Partien und wir haben jetzt zwar einige Partien gespielt, aber bei weitem noch nicht so viele, aber ich muss wirklich sagen, 3 Spieler, glaube ich, war es zu dritt, funktioniert es auf jeden Fall. Ja, ein Pünktchen mehr, also ein Spieler mehr tut als manchmal gar nicht weh, sage ich mal. Also 3-4 Spieler sollten es auf jeden Fall sein, eher 4, zu 6 funktioniert es auf jeden Fall, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, aber das müsst ihr einfach wissen und ausprobieren und es ist jetzt kein Spiel, wo man sagt, da wird es jetzt blamabel etc. Da habe ich euch schon andere Spiele vorgestellt, auch Quizspiele, wo man sagt, oh Gott, da fühlt man sich etwas veräppelt. Das ist bei diesem Spiel auf keinen Fall der Fall. Es ist ein typisches Quizspiel. Es passt perfekt und damit schließt sich der Kreis in die Reihe von dem Kneipenquiz, wo ihr euch auch mal vielleicht anschauen könnt, was auch vom Schuber her richtig cool aussieht. Ich glaube, das habe ich euch noch gar nicht vorgestellt, aber da gibt es auch etliche Videos. Da könnt ihr mal reinschauen. Ansonsten ist es wirklich ein schöner, attraktiver Nachfolger. Nichts jetzt Besonderes als Quizspiel, was einen absolut innovativen Mechanismus finde. Wenn ihr das sucht, liegt ihr hier auf jeden Fall falsch. Es ist ein typisches Quizspiel, wo man einfach seine Marke ausspielt und zwar 6 Mal. Dann spielt man die. Man muss alle Marke einsetzen, sodass man auch in dem Fall mal ein Risiko eingehen muss, ein Teamwork arbeiten muss oder als One-Man-Show das Ganze beantworten muss. Also ist auf jeden Fall alles dabei. Ihr müsst nur auswählen, wann ihr quasi das einsetzt, wann ihr den Chip einsetzt. Und das ist natürlich das Risiko. Gleichzeitig schaut ihr natürlich auch auf die Sterne, wie viele Punkte gibt es entsprechend, um nach vorne zu legen, weil ihr werdet schnell merken, wenn ihr mal 3-4 Runden, so muss ich sagen, gespielt habt, dann werdet ihr feststellen, wer jetzt der Führende ist, muss ich jetzt was riskieren, mit wem mache ich jetzt Teamwork, wem gebe ich das U-Turn, nicht, dass der noch mehr Punkte kassiert, also das ist auf jeden Fall dabei, ist schnell gespielt, schnell erklärt, eine halbe Stunde, passt auf jeden Fall. Boah, ich denke, das waren auf jeden Fall alle Infos, ich sag tschüss, macht's gut, bis bald. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.